Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. So predigt Johannes der Täufer am Beginn des Lukas-Evangeliums. Und es ist mehr als ratsam, liebe Schwestern und Brüder, sich heute genau dieses Wortes zu erinnern, weil es Jesus auf seine Weise aufgreift. Johannes der Täufer mit seiner Bußpredigt. Wir haben uns irgendwie angewohnt zu sagen, na ja, gut, das ist ja irgendwie dann doch noch Altes Testament und der mit diesen harten Sätzen, mit dieser unangenehmen Bußpredigt, das ist eben Johannes der Täufer. Aber dann kommt Jesus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus. Und wir sollten ihm heute gut zuhören. Ist das nicht schockierend, was er uns anhand dieser ersten beiden Beispiele, sozusagen Alltagsgeschehnisse, wo Menschen umkommen, jeden Tag ist die Zeitung voll davon, so damals auch bei Jesus, die Menschen sprechen darüber, was ist denn da passiert, dass ein gottloser römischer Statthalter Menschen mit den Opfertieren umbringen lässt, sodass am Altar beider Blut dahin fließt oder wenn ein Turm einstürzt. Naja, denken die Menschen damals, da muss irgendetwas gewesen sein. Aber Jesus bricht das auf. Er sagt, denkt ihr, nur die haben Schuld auf sich geladen? Auch das hat man sich inzwischen theologisch geradezu als guten Ton angewohnt, was die Heilige Schrift durchaus thematisiert. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, wie wir leben, was wir leben, und dem, was uns dann von Gott her erwartet. Man nennt das Tun-Ergehen-Zusammenhang. Nein, werden wir dann vertröstet. Nein, nein, das ist schon nicht so. Da muss dann die Barmherzigkeit und Gnade Gottes permanent schon neben uns stehen und alles gutheißen. Irrtum. Jesus verstärkt das heute. Meint ihr denn, nur die hätten gesündigt, die da umgekommen sind? Ihr alle. Ob in Galiläa, Jerusalem oder heute Saarbrücken oder sonst irgendwo. Ihr alle werdet umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Das ist kein Satz, den man erfinden mag, freiwillig. Es ist kein Vergnügen, einen solchen Satz zu sagen. Vor allen Dingen, wenn wir in rechter Weise lernen, ihn auf uns zu beziehen. Denn wir sind ja gemeint. Es ist nicht einfach irgendwie ein historisches Gleichnis. Mich erschreckt in diesen Tagen diese Flut von Ratschlägen und Empfehlungen, von Vorschlägen und Forderungen, die im Moment in der Kirche, jetzt in der Zeit der Sedisvakanz, erhoben werden, was der neue Papst denn alles tun muss und unbedingt auf den Weg bringen muss. Ausgerechnet, liebe Schwestern und Brüder, ausgerechnet von deutscher Seite wird das formuliert. Nehmen wir das Evangelium ernst. Hier geht es um Fruchtbringen. Was haben wir denn in den letzten 30 Jahren vorzuweisen? Nichts. Wir sind ein geistlich lahmer Verein geworden. Unsere Früchte, entweder sind sie faul oder man kann sie nicht finden. Und dann hört man immer sehr schnell das Argument, na ja, aber wenn die deutsche Kirche mal nicht mehr ihr Geld überall hin überweist, ja, Geld, das wir gar nicht verdienen, weil es unserer Volkswirtschaft gut geht, fließt durch ein merkwürdiges Konkordat Unmengen von Geld in die Kirchenkassen. Das überweisen wir dann zum Teil weiter. Aber zum Teil, zum anderen, lebt die Kirche selber in unserem Land sehr gut davon. Man wüsste gerne, was Schwestern und Brüder in anderen Ländern, die Not leiden, die verfolgt werden, damit machten, wenn sie solche idealen Bedingungen hätte. Man kann heute in einer großen Sonntagszeitung nachlesen, wo sozusagen in den reichen Ländern, interessanterweise auch gerade da, die Missbrauchsskandale so fröhliche Urstände feiern konnten. Verwöhnte Kirchen und diejenigen,
die es genauer wissen, denen muss ich gar keine Beispiele nennen. Man betrachte sich nur das Fiasko der Priesterausbildung in unserem Land, in den allermeisten Diözesen. Da liegt teilweise der Hund begraben. Ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Schauen wir an die Bedingungen, unter denen wir Kirche sein können. Jesus kommt uns entgegen mit seinem Beispiel. Er spricht von einem Weingarten und einem Feigenbaum. Das ist für einen Menschen dieser Zeit eine Idealbedingung. Das ist ein Zeichen des Friedens, wo man Wein anbauen kann und Früchte erntet. Da ist nicht alles verheert und zerstört, dass man schauen muss, wie der nächste Tag aussieht, sondern gute Bedingungen. Beides gehört in die Alltags- und Erfahrungswelt der Menschen damals. Man bindet den Wein, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, man bindet ihn nicht, wie die Römer das machen und uns bis heute hier an der Mosel und an der Saar beigebracht haben. Man bindet das nicht an Latten oder an Pfählen hoch, sondern man lässt den Wein über die Erde hin wuchern. Und man bindet ihn höchstens am Feigenbaum, das ist der verbreitetste Obstbaum in dieser Gegend, zu einer Laube hoch. Aber sonst lässt man den über den Boden laufen. In der Gegend Jesu, wo er dieses Gleichnis erzählt, kann man das ganze Jahr Feigen ernten. Dass es geradezu einen Spruch bei den Rabbinen gibt: So wie du am Feigenbaum das ganze Jahr über Früchte findest, findest du in der Tora immer ein Wort zum Leben. Du musst nur schauen. Die Menschen werden schockiert gewesen sein, dass es hier einen Weinbergbesitzer gibt und einen Gärtner und einen Baum, der seit drei Jahren keine Früchte bringt. Ja, was ist das denn für ein Ding? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der muss weg, ist doch klar. Die anderen Bäume, die das ganze Jahr über Früchte haben, und da steht ein Knilchengarten, der seit 3 Jahren nichts hervorbringt. Ja, der ist doch tot. Den hauen wir raus, da kommt ein neuer hin. Jesus erzählt dieses Gleichnis wie eine Gerichtsverhandlung. Der Herr, der Weingärtner und der Baum ist die Hauptperson, nämlich der Angeklagte, über den Gericht gehalten wird. In der Zuordnung lässt Jesus das offen, wer der Herr und wer der Weingärtner ist. Man muss da vorsichtig sein zu sagen, das eine ist Gott, das andere ist Jesus und so. Jesus sagt das nicht, er lässt es offen. Aber wohin das mit dem Baum zielt und mit dem Fruchtbringen, das sollten wir wissen aus anderen Jesusworten. Damit sind wir gemeint. Die Frage stellt sich radikal. Wenn ich mich in dieses Gleichnis eintrage, stehe ich als Angeklagter in dieser Verhandlung. Hau den um. Seit 3 Jahren nichts zu sehen. Keine Frucht. Aber dieser Weingärtner übernimmt irgendwie seinem Herrn gegenüber und dem Baum gegenüber eine Anwaltsfunktion. Das ist etwa so wie ein Rechtsbeistand für den Feigenbaum. Geben wir ihm noch einmal eine Chance. Er kriegt was auf Bewährung. Nicht 3 Jahre nochmal, nein, nicht nochmal 3 Jahre. Eines nur. Und dann werden wir etwas tun. Wir werden rundherum aufgraben, wir werden düngen. Und dann schauen wir. Und nach diesem einen Jahr in Ordnung. Wenn sich dann nichts tut, wird er umgehauen. Es ist sehr interessant, liebe Schwestern und Brüder, wie Jesus subtil erzählen kann. Denn aus dem Angeklagten ist plötzlich jemand anderer geworden, ein Patient. Der Baum ist nicht mehr der Angeklagte, sondern der Patient. Diejenigen, die mit Kranken zu tun haben, wissen das. Man kann die allerbeste Gesundheitsversorgung haben, das allerbeste Personal, wenn der Patient nicht mitmacht. Das ist alles für die Katz. Wenn er partout nicht will, ist alles Mühen umsonst. Aber genau in diesem Wechsel, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns selber dort stehen sehen, wenn sich jede und jeder von uns einträgt und sich als Baum stehen sieht, der keine Früchte bringt. Oder als Kirche hierzulande.
dann sollten wir die Barmherzigkeit Gottes darin erkennen, dass er uns Zeit gibt. Er gibt uns noch einmal eine Frist, die wir nutzen sollten. Wir sind nicht mehr nur Angeklagte, sondern Patienten Gottes. Er gibt uns eine Chance zur Bewährung. Ob wir sie nutzen?